Um die höchsten Spritzer ging es am Samstag im Wehender Freibad in Göttingen. Beim sogenannten Arschgranaten-Contest ließen sich 52 mutige Springer meist mit dem Hintern voran ins Becken fallen. Aus bis zu 10 Metern ging es in die Tiefe. Darth Vader und Spider-Man waren auch mit dabei. Schließlich gab es einen Preis für das schrägste Outfit. Aber auch beim Sprung zählte Kreativität. Kopfüber, Po-Klatscher oder dem Schwimmbrett hinterher. Die Kandidaten ließen sich so einiges einfallen. Von der Jury gab es ordentlich Punkte. Am Ende siegte ein 18-jähriger Göttinger. Sein schräges Outfit? Der blanke Hintern.